Für die Hardcore-Paranoien unter euch jetzt noch der ultimative Geheimtipp. Nehmt einfach einen zweiten Geldbeutel mit. Ein Geldbeutel mit ein bisschen Geld drin, vielleicht eine alte Kreditkarte, möglicherweise schon abgelaufen. Der zweite Geldbeutel, mehr Bargeld, aktuelle Kreditkarten, Ausweise drin, Identitätskarten. Wenn jemand kommt, den einen Geldbeutel geben, kein Stress, weitergehen, Thema erledigt. Habe ich früher auch so gemacht. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr euch im öffentlichen Raum bewegt, wo viele Menschen unterwegs sind, macht es natürlich Sinn, Geldbeutel und wichtige Gegenstände vorne am Körper zu tragen, weil hier seht ihr, was los ist. Ja? Wohingegen hinten, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Rucksack auf dem Rücken habt, ja, wisst ihr nicht genau, was hinter euch passiert. Ja? Gerade wenn ihr zum Beispiel in der U-Bahn steht, im Gedränge oder in einem, vielleicht bei einem Konzert oder sowas, die Tasche hier hinten habt, ja? Wenn das so sein sollte, wisst ihr nicht genau, was da hinten abgeht. Kann sein, dass jemand mit einem Messer das Ding einfach aufschlitzt, irgendwas rausnimmt, ja? Um das zu verhindern oder beziehungsweise damit ihr dann nichts Wichtiges verliert, empfehlen wir euch, die Sachen eben vorne am Körper zu tragen. Genau. Bauchtasche ist eine gute Sache, da ist halt wichtig, dass sie nicht einfach so verloren geht, ja? Das wäre nämlich auch gefährlich, sondern man müsst ihr halt schauen, dass ihr die so am Körper tragt, dass ihr das auch spürt. Wenn ihr in die volle U-Bahn einsteigt, euren Rucksack dabei habt, könnt ihr den Rucksack auch einfach hier ganz entspannt nach vorne nehmen. Dann kommt ihr hier noch ein bisschen in Konflikt mit eurer Fototasche, falls ihr sowas überhaupt noch habt. Ja. Hier und dann, ganz wichtig, das taktische Handtuch. Ja. Dann cool hier rüberlegen. Ja. Und so seid ihr ready. Thank you.